Herzlich willkommen zum Ausblick in die Zeitqualität Februar 2021. Schön, dass ihr da seid. Ja, zu Beginn wieder der kurze Hinweis für alle, die jetzt vielleicht das erste Mal mit dabei sind und sich fragen, was es hier überhaupt mit diesen Karten und Bildern auf sich hat oder die mehr kennenlernen möchten, was meine persönliche Weise ist, um Lenormand-Karten zu deuten. Die können gerne in der Videobeschreibung gucken. Da habe ich nämlich ein Erklärvideo verlinkt. Übrigens, es wird die Tage auch werde ich ein neues Erklärvideo aufnehmen. Also das Erklärvideo, was ich jetzt immer verlinkt habe, ist jetzt vielleicht schon ein Jahr alt. Ich weiß es gar nicht. Und mein System hat sich halt verändert, ist halt gewachsen und gereift und ich spüre, es braucht ein neues Erklärvideo, was einfach stimmiger ist für den Punkt, wo ich jetzt stehe und aus dem heraus ich quasi jetzt auf die Karten gucke. Und ja, deswegen, ich weiß noch nicht wann, aber demnächst ein neues Erklärvideo, was ich dann eben auch unten verlinke. Könnte aber sein, dass zu dem Zeitpunkt, wo du das jetzt anschaust, auch noch das alte verlinkt ist. Ja, und wenn ich schon einmal kurz dabei bin, kann ich es auch gleich zu Ende erzählen. Ich finde dieses Erklärvideo wichtig, weil diese Lenormand-Karten ja ein bestimmtes, ich sag mal, System sind, die auch eine bestimmte Logik und eben auch eine bestimmte Deutungslogik haben. Und meine Wahrheit ist, dass dieses System und diese Logik für sich absolut in Ordnung ist. Also das ist so, wie Lenormand quasi ist, in Anführungsstrichen, und funktioniert, in Anführungsstrichen, ist das für mich total in Ordnung, aber ich habe gemerkt, ich komme damit nicht zurecht. Entweder ich suche mir jetzt ein anderes System aus oder ich nehme die Lenormand-Karten und mache mein eigenes Ding. Und das war dann für mich damals auch der Punkt meiner Entscheidung, weil ich gemerkt habe, dass ich mit den Bildern und mit den Symboliken ganz, ganz viel anfangen kann. Mehr noch als beim Tarot. Zum Beispiel Tarot fällt mir unheimlich schwer. Also wirklich. Bei Tarot ist es so, manchmal habe ich da auch so innere Eingebung, aber meistens ist es so, dass ich vor so einer Karte sitze und also es fällt mir schwerer. Es geht, aber es fällt mir schwerer. Und Lenormand fällt mir auf eine gewisse Weise leicht, aber nur oder eher, wenn ich nach meinem eigenen System gehe. Und ja, dieses System ist halt im Wandel, weil dieses System natürlich aus mir selbst heraus entstanden ist und entsteht und sich eben auch verändert, wenn ich mich verändere und wenn meine Perspektiven sich verändern, erweitern, reifen und so weiter. Genau, und deswegen braucht es ein neues Video, in dem ich euch gerne auch einfach nochmal neu informiere, wie ich das jetzt im Moment sehe und wofür ich es auch nutze. Genau, so viel zur Einleitung. Und mit diesen Worten möchte ich eigentlich gleich umschwenken in die Zeitqualität Februar. Und ihr wisst es ja, manchmal rede ich so eine Schleife und am Ende ergibt es irgendwie doch unverhofft einen Sinn. Und jetzt habe ich unverhofft über mein Lenormand-System gesprochen und habe auch sowas gesagt wie, dass ich so einen Weg gegangen bin, wo ich mich dafür entschieden habe, eben nichts im Außen zu adaptieren, zu übernehmen, sondern etwas aus mir selbst heraus zu kreieren, vielleicht auch nochmal ein Stück weit neu zu kreieren, damit ich tiefer und authentischer damit arbeiten kann oder mit anderen Worten tiefer, authentischer quasi gehen kann, ja auch in die Welt gehen kann. Und diese Videos, die ich aufnehme, sind ja ein Teil davon, wie ich in die Welt gehe, wie ich in die Welt kommuniziere, aber auch wie ich mit euch verbunden bin. So, und das Spannende ist, dass dieser Gedankengang im Grunde auch ein ganz zentraler Gedankengang ist, der so in diesem Blatt, finde ich, aufgeworfen wird. Von daher hat meine Vorrede irgendwie doch schon wieder Sinn gemacht.
Und zwar finde ich diese Aussage, diese Einladung, dieses Potenzial, deinen eigenen Weg zu finden, zu gehen in dieser Welt, in dieser Karte hier unten wieder. Die Schlange ist eine meiner Lieblingskarten. Ist auch die Karte, die ich wahrscheinlich im Vergleich zum klassischen Lenormand vielleicht so ein Stück weit mit am weitesten weg von der ursprünglichen Legung deute. Weil im ursprünglichen, da könnte es ja auch um zum Beispiel eine Rivalin gehen, ja, oder Rivalität. Und das ist für mich also ganz selten mal so, dass ich, wenn ich auf die Schlange schaue, dass es für mich da um so eine Thematik geht. Meistens, wenn ich auf die Schlange schaue, sehe ich da eine Aussage über unsere, ich sage einmal, über unsere mystische Kraft, ja, über unsere eigene Magie, die jeder Mensch in diese Welt mit hineinbringt. Und mit dieser Karte ist für mich eben genau das verknüpft, nämlich dass damit die Schlange in uns leben kann, damit diese mystische Kraft, damit, also du kannst das jetzt auch ersetzen mit Worten, mit denen du vielleicht gerade mehr anfangen kannst, ja, dein Potenzial oder dein Geschenk in dieser Welt, ja, deine Gabe, deine Seelengabe, all diese Dinge, damit das quasi fauchen kann. Ich habe das irgendwann in einem Video schon mal erwähnt, dieses Wort, in Bezug auf die Schlange. Die Schlange faucht. Ja, was ist ein, es ist ein göttliches Fauchen. Es ist einfach eine Energie der Klarheit. Fauchen bedeutet hier nichts Erschreckendes, sondern Fauchen bedeutet, die Schlange ist da und bringt sich in die Welt, und zwar unmissverständlich. Ja. Und wie das dann aussieht, das kann auch was ganz Seichtes oder was ganz Latentes sein. Also die Schlange steht für mich nicht unbedingt für so eine zum Beispiel sehr extrovertierte Kraft in uns. Ja, das muss gar nicht so sein. Also bei jedem oder durch jeden drückt sich die eigene Schlange, die eigene mystische Kraft auf eine eigene Weise aus. Und diese Weise, die deine Weise ist, und zwar deine tiefste Weise, das ist dein Fauchen. Ja, also es ist ein göttliches, es ist ein mystisches Fauchen. So, und um den Kreis zu schließen, noch zu meiner kleinen Vorrede. Die Schlange in dir hat Raum, lebendig zu sein, zu leben, sich aufzurichten. Ja, wenn du, je mehr du dir erlaubst, wirklich deinen Weg zu gehen. Und das hat nichts damit zu tun, dass irgendwelche Systeme, ich nehme das jetzt einfach mal so als Wort und schmeiße es mal so mit rein, aber ich will jetzt das nicht definieren, was System bedeuten muss, ja. System, da könnte auch sowas reinspielen wie Tradition, Kultur, Gewohnheit und so weiter. Da geht es nicht darum, dass man jegliches System, das es schon gibt, auch jeglichen Impuls, der von außen kommt, der quasi von der Welt kommt, dass man alles quasi abschmettert. Ja, also es geht nicht um so einen Dogmatismus. So eine Art, ich gehe meinen eigenen Weg und mache einfach pauschal alles anders. Sondern es geht eigentlich um eine ganz, ganz zarte Feinfühligkeit zu spüren, was wirklich, wirklich stimmig ist und was nicht. Ja? Und diesem Gespür zu dir selbst, in dir selbst, diesem Gespür zu vertrauen und zu schauen, wie du diesem Gespür folgen, wie du ihm Raum geben kannst. Ja, unabhängig davon, ob das dann bedeutet, dass du vielleicht ein System, ja, also System in Anführungsstrichen, wofür du das jetzt auch immer sinnbildlich benutzen willst, das Wort, ein System übernimmst, vielleicht auch so übernimmst, wie es dir entgegenkommt, vielleicht auch übernimmst und du kreierst es weiter oder sagst, okay, das ist gar nichts für mich, ich spüre, ich muss es anders machen. Quasi das ist das Resultat, das offen sein darf. Und vielleicht sogar auch steckt hier für mich drin so ein Stück weit offen sein muss.
Ja, denn wenn es nicht offen sein darf, weil es zum Beispiel eine Art von Grundhaltung im Leben geworden ist, etwas unbedingt anders machen zu müssen als die anderen oder unbedingt anders sein zu müssen als die anderen oder. Wie gesagt, ersetzt dir diese Beispiele bitte immer mit so Dingen, wo du merkst, das kannst du spüren, ja, das kannst du für dich nutzen. Ja, wo man quasi in so einem Muss reingekommen ist, bist du auch wieder nicht frei. Die Schlange steht eigentlich für Freiheit. Ja, die Schlange steht für Freiheit. Und Freiheit aus Perspektive der Schlangenkraft in uns ist nicht nur die Freiheit zu sagen, okay, da ist ein System, aber ich merke, hier stimmt was für mich nicht, ich mache es ein bisschen anders. Sondern die Freiheit der Schlange oder aus Perspektive der Schlange ist auch die Freiheit zu sagen, okay, da ist ein System und ich muss es nicht anders machen. Ich kann es auch übernehmen oder ich kann mich in diesem Punkt kann ich mich vielleicht einfach auch mal an etwas anlehnen, ja, mit etwas mitgehen. Ich muss nicht um des Andersseins Willens alles anders machen. Ich muss nicht um einer Freiheit, in Anführungsstrichen Willens, mich aus allen Systemen befreien, die es in dieser Welt gibt. Und das finde ich das Spannende, wenn es zum Beispiel, oder anders, meine Auseinandersetzung mit so schamanischen Themen, die auch nicht abgeschlossen ist, sondern ich stecke noch mittendrin, aber da erlebe ich mich genau in so einem Balancierungsakt, weil ich merke, es gibt ganz viel, das mich da inspiriert, ganz viel, wo ich auch sehr neugierig bin und wo es auch etwas gibt, was einfach sehr würdigend und sehr schätzend in diesen Erfahrungsschatz so hineinblickt. Und es gibt so Dinge, die für mich aus meiner Perspektive, aus meiner inneren Schlange heraus quasi überholt sind. Ja, also ein paar von euch wissen es ja, dass ich zum Beispiel kein Fleisch esse. Und so schamanische Traditionen, die mit Fleisch Genuss zu tun haben, die kann ich einfach, das fühle ich einfach nicht. Ja, und da sagt meine innere Schlange, ja, dann mache ich es anders. Dann mache ich es halt anders. Und das heißt aber nicht, dass ich generell alles, ich packe es jetzt mal so unter diesen Überbegriff und schamanische Tradition, alles aus diesem Bereich ablehnen muss. Sondern es geht um diese innere Fühligkeit, ja. Und diese innere Fühligkeit, das ist deine Freiheit. Oder das ist auch diese Freiheit in jedem Einzelnen. Ja, du bist frei wahrzunehmen, was für dich wirklich, wirklich wahr ist. Und du bist auch frei wahrzunehmen, aus welcher Tiefe deines Seins, du schaust, ne? Und bei der Schlange geht es schon darum, dass es wirklich, das ist wie die innere Urstimme. Lassen wir jetzt mal so weg, so einen philosophischen Gedanken, was ist die Urstimme und woher kommt die und so weiter. Aber lass uns das jetzt einfach mal Urstimme nennen. Ja? Du hast eine innere Urstimme. Und aus dieser inneren Urstimme spricht Weisheit zu dir. Ja. Und dieser Weisheit zu folgen und in Balance mit dieser Weisheit auch zu sein, dafür steht die Schlange, beziehungsweise da ruft die Schlange auch auf, wenn sie kommt, wenn sie im Blatt liegt. Und das Interessante ist eben, die Schlange liegt hier in deinem Haus. Ja, die Schlange liegt im Haus der Dame. Und Dame ist für mich ja immer das Haus für dich. Unabhängig von deinem Geschlecht. Also einfach Hauptperson ist die Person, die jetzt gerade das Video anschaut. Ja, beziehungsweise im Grunde auch so wieder übergeordnet einfach ein Hinweis für jede einzelne Person in dieser Welt, unabhängig davon, ob sie sich dieses Video anschaut, ja, die in Verknüpfung ist mit der aktuellen Zeitqualität und auch bereit ist, sich darauf einzulassen. Weil diese Zeitqualitäten sind eben auch zumindest nehme ich das so wahr, Potenziale, die im Raum sind. Und entweder wir lassen zu, uns damit zu verknüpfen, oder wir machen zu.
Und auch das ist irgendwie auch wieder eine Art von freiem Willen. Ja, also lassen wir uns ein und lassen wir uns nicht an. Und alle, die sich einlassen, auf irgendeine Weise, es muss ja auch gar nicht so bewusst sein, aber die irgendwo in ihrem System eine Tür aufmachen und sagen, okay, ich gehe mit der Energie der Zeit und ich bin bereit, mich damit auseinanderzusetzen, was gerade als Potenzial in der Luft ist. Also selbst wenn das so ein ganz latenter Prozess ist, aber alle diese Menschen, zumindest wäre das jetzt meine Deutung aus diesem Blatt, sind in diesem Monat ganz besonders intensiv in Kontakt oder kommen in Kontakt mit ihrer inneren Schlange, mit ihrer mystischen Kraft, mit ihrer Urstimme. Ja, und die anderen Karten, die hier drin liegen, das sind für mich im Grunde Karten, die das jetzt nur noch mal so ein Stückchen ja, verfeinern, so ein Stückchen verfeinern, was das bedeutet und wie sich das für uns zeigen kann. Ja, und ich möchte zuerst mal hier oben in dieses erste Haus mit euch gehen, denn da haben wir die Fische auf Kopf fliegen. Das erste Haus ist für mich das Haus, das anzeigt, was der nächste Schritt ist. Ja, welchen Schritt gilt es jetzt zu tun? Ja, das ist so eine Hauptenergie, die sich für dich zeigt, die kommt in dein System. Damit ganz eng verbunden ist auch diese Karte. Wir kommen gleich noch zu dieser Karte. Ich störe euch im Haus des Mondes. Aber nochmal zum nächsten Schritt. Ja, also was ist jetzt ein nächster Schritt? Oder ja, so, ne, nicht ein nächster Schritt, aber so ein nächster energetischer Schritt, den dieses Potenzial hier braucht. Was braucht denn unsere mystische Kraft? Ja? Wir haben hier die Fische auf Kopf. Fische ist für mich eine Karte, die. Ich bin noch nicht so eins mit ihr, also ich habe so zwei Bedeutungen. Es geht um Fülle für mich. Also es ist eine Karte, die ich manchmal in Richtung Fülle-Themen deute. Aber meistens deute ich sie einfach für die Seelenebene. Ja, du bist ein Fisch im Wasser, du bist eine Seele in diesem großen Ozean des Lebens. Okay? Und jetzt kommt was sehr, sehr Spannendes. Wir haben hier die Fische auf Kopf. Was für mich so viel bedeutet wie die Seelenebene, steht auf Kopf. Also es geht nicht um die Seelenebene. Der nächste Schritt hat nichts mit der Seelenebene zu tun. Und ich habe ja gesagt, der nächste Schritt hat immer etwas damit zu tun, was eben so diese Hauptenergie, diese Hauptzeitqualität, für die wir schauen, gerade auch braucht. Ja, damit wir uns wirklich auch richtig drauf einlassen können. Ja, also mir kommt es auch so das Wort aligned, ja, dass wir so ganz aligned so durch diese Zeitqualität durchgehen und wirklich quasi uns und nicht nur den kleinen Zeh reinhalten oder so den Sturm vorüberziehen lassen, sondern wirklich drin tauchen, ja, richtig reintauchen, richtig schwimmen in der Zeitqualität. Das zeigt der erste Schritt. Also das ist der nächste Schritt, wenn wir den gehen. Dann tauchen wir. Dann tauchen wir ein in die Zeitqualität und lassen es nicht nur irgendwie vorüberziehen, ja, oder lassen es nur so halb quasi zu oder rein in unser System. So, mit anderen Worten, Seelenebene auf Kopf. Seelenebene ist nicht der nächste Schritt. Die mystische Kraft in dir, in uns, braucht, dass wir uns, ja, mir kommt jetzt von der Seelenebene abwenden, aber ich will das gleich nochmal erklären. Das heißt nicht, dass es die Seelenebene nicht gibt. Aber schau mal hier unten im Haus der Fische, das hier ist das Haus der Fische, haben wir eine Zusatzkarte und das ist die Karte der Brücke. Karte der Brücke liegt auf Kopf. Es gibt keine Brücke. Passt wunderbar hierhin, keine Brücke zur Seelenebene. Heißt das, dass es keine Seelenebene gibt? Heißt es für mich nicht. Warum?
weil die Schlange aufrecht ist. Und jetzt versuche ich es nochmal zu erklären, wie ich das sehe. Die Schlange ist für mich der quasi menschgewordene, zusammengebündelte Teil unserer Seelenkraft. Die Schlange und die Fische sind für mich im Grunde eins. Ja? Die Schlange in dir, deine Urstimme, dein mystisches Geschenk, deine Gabe, deine Kraft in dieser Welt, dein Potenzial. Ja? Du als dieses Wesen, das du bist, ja? Und dein Seelenwesen, ja, ist im Grunde eins. Und ich stelle mir das immer so vor, als ob wir da diese Seelenebene haben und dann gibt es wie so eine Art von Trichter. Dann gibt es so eine Art von Trichter und dann haben wir hier unten, also ich mache mal jetzt nur ein Bild, ja, aber mir helfen diese Bilder manchmal, um diese ganz feinen Energien besser zu greifen. Also wir haben hier oben so deine Seele, ja, ein großes Seelenland voller Informationen und Potenziale, auch Geschichten und Erfahrungen, ja, also du, dieser Fisch, dieser Seelenfisch im Wasser, da. Und dann gibt es diesen Trichter und stell dir vor, am Ende des Trichters ist quasi ein Körpergefäß, ja, quasi dieser Mensch und deine Seele trichtert sich jetzt in diesen Menschen hinein und füllt diesen Menschen mit ihrer Kraft aus. Und das ist für mich die Karte der Schlange. Ja, die Schlange ist für mich ein Zeichen deiner gebündelten Seelenkraft. Und weil eben die Seelenebene auch so verschieden sein kann, ich vergleiche das immer mit Regenbogenfarben, also ich sehe Seelen ganz oft in Farben und dann gibt es ganz viele verschiedene Farben. Ja, und es gibt vielleicht Farben, die sind sehr knallig oder sehr laut, in Anführungsstrichen. Und es gibt Farben, die sind vielleicht eher ganz zart und pastellig. Ja, und vor uns habe ich ja bei der Schlange genau das schon gesagt. Wenn es hier um dieses mystische Fauchen in uns geht, heißt es nicht, dass es so eine extrovertierte, laute Kraft sein muss, sondern die kann sich ganz unterschiedlich ausdrücken. Warum? Weil eben auch die Seelenfarben ganz unterschiedlich sind. Und Fauchen bedeutet nichts anderes, als dass du eins zu eins oder immer mehr eins zu eins werdend, ja, ausdrückst, zulässt, fließen lässt, was eben deine Farbe ist. Das ist dein Fauchen. So, und jetzt nochmal zurückzukommen zu den Karten und warum die so liegen, wie sie liegen und ich das mehr als intelligent finde irgendwie. Ups, da fällt sie gleich runter. Ich habe vorhin gesagt, Fische auf Kopf heißt für mich sowas wie, wende dich von der Seelenebene ab. Und das bedeutet für mich, dass es jetzt im Februar darum geht, für uns, dass wir uns erlauben, ganz weltlich zu sein. Was heißt denn ganz weltlich zu sein? Heißt das, man darf jetzt nicht mehr meditieren oder sich mit sich selbst verbinden oder journalen oder Innenreisen machen oder? Das heißt es für mich nicht. Zumindest nicht unbedingt. Sondern es bedeutet, dass es im Februar darum geht, ganz und gar zu akzeptieren, dass du ein Mensch bist. Du bist ein Mensch. Du bist ein Mensch und du bist jetzt ein Mensch in dieser Welt. Du bist jetzt hier. Und aufzuhören, Lupe auf Kopf, im Haus des Sarges, Sarg, Ende. Aufzuhören, nach etwas zu suchen. Mit dem Gedanken oder anders, ja, Lupe, kann man ja auch sagen, wenn man die Lupe hat, sieht man etwas glasklar. Aufzuhören, so ein Muster, so ein Gedanken- und Gefühlsmuster
weiter lebendig zu halten, wo man immer wieder denkt, man hat noch etwas im Leben übersehen. Man weiß noch, irgendetwas weiß man noch nicht. Irgendetwas macht man noch falsch. Lilien aufrecht im Haus des Hundes. Hund, meistens für mich ein Haus, wo es um Vertrauen geht, ja? Und was kommt ins Vertrauen? Die Lilien, da geht es um Stolz. Es ist aber ein Stolz wirklich im weitesten, im höchsten Sinne, ein Stolz im Sinne von selbstermächtigt sein, auch würdig sein. Und ich habe vorhin schon den Begriff aufgerichtet sein genutzt, ja, die Schlange. Wenn sie faucht, richtet sie sich in dir ganz auf, ja. Also mit anderen Worten, im Februar will sich dein Seelenpotenzial, das in dir ist, jetzt, als dieser Mensch, der du jetzt bist und auch mit allen Situationen, die jetzt da sind, im Februar will sich diese Schlangenkraft in dir aufrichten. Aufrichtung passt wieder auch zu den Lilien, ja, zu diesem Stolzsein. Aber Stolz ist wirklich hier im weitesten Sinne gemeint, im allerweitesten Sinne. Okay? Wichtig, diese Dinge können im Unbewussten stattfinden. Wolken auf Kopf im Haus der Schlange. Ja, hier ist die Karte der Schlange, hier ist das Haus der Schlange. Zusammenhängend mit dem bedeutet das für mich, es geht jetzt nicht oder es sollte anders. Es braucht dafür, dass du in dein Fauchen, in deine Aufrichtung kommst, nicht unbedingt, dass du weißt, wie du dahin kommst, wie die Schlange in dir, wie deine mystische Kraft, wie deine Seelenfarbe überhaupt aussieht. Das alles ist nicht notwendig dafür, dass du dich aufrichtest, dass du quasi stolz bist. Ja? Dass du deinen Platz einnimmst. Schau mal, die Schlange kommt in dein Haus und im Grunde bedeutet das, deine Kraft kommt in dein Haus. Deine Kraft nimmt ihren Platz in dir ein. Das ist das Potenzial des Februars und das ist dafür diese Seelenebene, die nicht braucht, finden wir eben auch hier wieder, dass es Prozesse sein können, die latent stattfinden, vielleicht auch im Unbewussten. Wir haben auch hier im Haus des Buches die Mäuse nagen an etwas, knabbern, an Wissen wird genagt. Es kann sein, dass du diesen Prozess auch nicht ganz verstehst, beziehungsweise es kann auch sein, dass dir auffällt, du kannst es auch gar nicht ganz reflektieren, vielleicht auch, vielleicht aber auch nicht. Aber für mich ist es hier weniger ein Ergebnis, dass es sein muss, es ist unbedingt im Unbewussten oder da ist unbedingt Zweifel am Wissen, also dass man vielleicht auch weiß, wer man ist, ja, oder weiß, wie das funktioniert, wie kann ich denn leben, wie kann ich denn aufgerichtet leben, wie funktioniert das? Das kann sein, dass da Zweifel sind, aber es ist liegt für mich nicht drin, dass das so Gefühle oder so Prozesse sind, durch die wir alle gehen müssen, aber es kann sein. Mit anderen Worten habe ich das Gefühl, dass hier so eine Aussage drinsteckt, die etwas mit Hingabe zu tun hat. Hingabe. Ja, sich selbst hingeben. Und es kann eben sein, dass auch Teil des Prozesses ist, dass man das manchmal gar nicht so merkt, dass man gerade in so einer Aufrichtung ist oder in so einem Aufrichtungsprozess. Dass man gar nicht richtig reflektieren kann, wie findet das eigentlich gerade statt? Oder eben auch, wer bin ich? Aber hier liegt für mich drin, dass es das auch nicht braucht. Und das bedeutet für mich Fische auf Kopf. Und deswegen ist Fische auf Kopf für mich auch keine beängstigende Karte. Oder so dieser Grundgedanke von, wende dich deiner Seelenebene ab. Sondern es bedeutet einfach, sei einfach ganz im Hier und Jetzt. Und wenn du im Hier und Jetzt Klarheit hast über bestimmte Prozesse, über bestimmte Zusammenhänge, über was auch immer,
dann ist das dein Jetzt. Dann ist das aber nichts, was auf der Seelenebene stattfindet, sondern dann ist diese Klarheit wirklich in dir als Mensch. Wenn du aber in deinem Hier und Jetzt merkst, dass du gerade irgendwie den Zugang zum Beispiel zu bestimmten Klarheiten in dir verloren hast, oder das einfach gerade für dich nicht ganz greifen, verstehen, zuordnen kannst, lass es los, danach zu suchen. Ja, Ende der Lupe, die Lupe ist auf Kopf im Haus des Sages. Ja, hör auf, nach Antworten, nach einem Sinn zu suchen. Hör auf, nach Sicherheiten zu suchen. Ja, oder etwas, was dir Sicherheit geben könnte, sondern schenk dir und deinen Prozessen einen Vertrauensvorschuss. Denn diese Verbundenheit von der Karte der Fische und der Karte der Schlange ist ja keine Einbahnstraße. Das heißt ja nicht nur, dass deine Seelenpotenziale in dich als Mensch hineingegeben wurde und dass es jetzt darum geht, eben als Mensch in diesem Leben zu sein, in deinem Körper, in dieser Welt. Ja, jetzt ist es interessant, wir hatten das Wort Verkörperung in den letzten Zeitqualitäten ganz oft. Also es ist ja nicht nur eine Einbahnstraße, ne, dieser Trichter, von dem ich vor uns gesprochen habe, sondern es geht ja auch rückwärts. Wenn deine Schlange, und deine Schlange ist nichts anderes als du, ja, deine Urkraft, quasi das, was deinen Körper ausfüllt, das, was hier drin ist. Ja? Nichts anderes ist für mich symbolisch mit dieser Schlange hier gemeint. Also wenn das quasi ein Ausdruck deiner Seelenebene ist, deines Seelenlandes, dann geht es doch auch in die andere Richtung. Nämlich, dass du diesem hier oben auch vertrauen kannst. Das ist für mich mit dieser Karte gemeint, ja, Aufrichtung. Ich merke, dass ich noch nicht so 100% zufrieden mit meiner Erklärung bin, weil eben Fische auf Kopf für mich nicht bedeutet, dass wir keine seelischen Dinge im Februar machen sollen, ne? Oder es geht auch nicht darum, sich nicht mit seiner Seele zu verbinden, sondern es geht darum, noch mehr zu lernen bzw. sich hineinsinken zu lassen, dass du im Kontakt mit deiner Seele bist und dass es eigentlich erstmal gar nicht so viel braucht. Du bist vermenschlichter, verkörperter Ausdruck deiner Seele. Und das bist du. Und wenn du zusätzlich meditieren möchtest oder was auch immer dein Weg ist, um dich mit der Seelenebene zu verbinden, ich merke, ich habe gerade vor lauter Aufregung gar nicht so viele Beispiele. Aber ich nehme mal Meditation als Platzhalter. Ja, so was auch immer dein Weg ist, um irgendwie dich mit der Seele zu beschäftigen. Vielleicht liest du auch gerne, ja, oder sprichst gern darüber oder bist in irgendwelchen Gruppen. Und all das kann ja trotzdem sein. Aber hier geht es darum, noch mehr zu sehen. Ja, ich wollte eigentlich gerade sagen, zu begreifen, aber begreifen ist ein Verstandeswort und wir haben auch hier das Buch auf Kopf im Haus des Ankers. Es geht weniger darum, dass wir es begreifen, weil ich glaube, dass wir es sogar, wir haben das bestimmt schon mehr als einmal gehört und wir wissen es wahrscheinlich auch, sondern es geht es darum, das wirklich in uns zu sehen, Mann auf Kopf im Haus des Herzens. Es braucht nichts dafür getan werden. Es braucht nichts dafür getan werden, dass du ein Ausdruck deiner Seele bist. Ich erinnere mich, dass ich im Rückblick von der Zeitqualität Januar habe ich kurz übers Bügeln gesprochen. Übers Bügeln und Abwaschen. Ich weiß gar nicht mehr, welches Beispiel ich genommen habe. Aber es ging da so sinnbildlich darum, dass jeder Moment deines Lebens, du bist jeder Moment, in jedem Moment deines Lebens ein Ausdruck deiner Seele. Und es hat vielleicht eine Zeit gebraucht, weil wir dieses Bewusstsein, dieses Gespür dafür vielleicht verloren haben oder vielleicht
ist es so ein Stück weit verschüttet gegangen. Es hat eine Zeit gebraucht, wo es wichtig war, dass wir so aktive Impulse dahingehend setzen, uns mit unserer Seele zu verbinden. Ja? Und für mich liegt jetzt hier auch gar nicht drin, dass wir das, dass das jetzt für immer vorbei ist. Also wenn es darum, wenn du das Gefühl hast, dass du zum Beispiel eine spirituelle, irgendeine Technik oder irgendein Buch lesen möchtest, da, also es geht nicht darum, dass du das nicht mehr tun darfst. Es geht nur darum zu verstehen, du brauchst es aber auch nicht. Wenn du dir Dinge machst, das ist wieder das Fauchen. Mach es, weil es in dir faucht. Wenn deine innere Schlange sagt, da gibt es dieses Buch, das will ich lesen, um mich ja noch mehr weiterzubilden, um mich noch tiefer zu verbinden. Und hier geht es nicht nur um die Seelenebene, sondern es geht ja im Grunde um das große Ganze, um diese Mystik des Lebens. Deine Mystik. Die Schlange steht für deine Mystik, deine mystische Kraft, deine Gabe, deine Medizin. Die Schlange ist eine Medizinkarte. Die Schlange sagt, was ist deine Medizin in der Welt? Ja. Und die Schlange ist quasi ein kleines Symbol für das große Ganze. Wenn du dich nämlich mit deiner Medizin beschäftigst oder auch wenn du deine Medizin lebst in der Welt, dann ist damit ganz eng verknüpft, dass du auch mehr verstehst über diese große Medizin, über diese große Mystik, in der ja, wir ganzen Fische hier schwimmen, den großen Ozean. Jetzt habe ich ein bisschen den roten Faden verloren, aber ich versuche es irgendwie zusammenzuknüpfen. Also es geht darum zu verstehen. Nee, anders. Ich habe ja gesagt, es ist weniger verstehen, weil es weniger der Verstand ist, sondern in eine innere, eigentlich geht es darum, eine Art von innerer Ruhe einzunehmen, wo du spürst, dass du in jedem, du bist in jedem Moment deine Medizin. Punkt aus Ende. Und es braucht diese Beschäftigung mit spirituellen Themen oder ja, was auch immer so deine Wege sind. Die dürfen alles sein. Aber es geht darum, im Grunde aus einem Trugschluss rauszugehen, dass man das braucht. Du musst nicht meditieren, um dich zu erkennen, um dich zu leben. Aber du kannst es tun, wenn es deine Wahrheit ist. Du musst keine Bücher lesen, um noch mehr zu verstehen. Deswegen ist die Lupe auf Kopf und im Haus des Sarges. Ja, es geht darum, so ein suchendes Gefühl in sich zu beenden, dass man noch etwas braucht. Und wodurch beendest du es? Indem du einfach bei dir ankommst in deinem Hier und Jetzt. Und ein Schritt für dieses Ankommen ist dieses Akzeptieren, dass du ein Mensch bist. Mit allem, was dazugehört. Und je mehr du bei dir bist, desto mehr kannst du auch aus dir wieder rausgehen. Ja, um mal vielleicht noch ein paar Karten mit einzubinden, das vergesse ich manchmal beim Reden, finde ich, dass wir diesen Hinweis auch hier mit der Zeit auf Kopf haben, im Haus des Ringes. Ring ist ja ist ein Haus, wo es unter anderem so um ein Muster gehen kann, ja. Also was für ein Muster heiraten wir, nehmen wir an, nehmen wir zu uns. Okay, und es ist ganz, ganz spannend für alle, die den Rückblick für den Januar noch nicht angeschaut haben. Da vielleicht ein kleiner Hinweis, dass es interessant sein könnte, weil wir hatten im Januar die Zeit auch als eine der mit der wichtigsten Karten. Da war die Zeit aber andersrum, nämlich aufrecht und war im Haus des Kindes. Und ich habe das so gedeutet, eben genau, dass deine göttliche Essenz die Gesetze der Welt, die weltlichen Gesetze jetzt wirklich vollends annimmt, einnimmt, akzeptiert, versteht, lernt und dadurch auch für dich wirken kann. Ja, das hat am Ende wieder nichts anderes auszusagen, als dass du dich
komplett erdest. Ja, und hat nicht nur etwas damit zu tun, dass du quasi mit deinem Bewusstsein ins Hier und Jetzt kommst, in deinen Körper kommst. Deswegen hier nochmal unbewusste Prozesse. Es geht hier darum, dass wirklich dein Fisch, ja, dieser Fisch im Wasser, der du bist, der erdet sich. Und deswegen war es im Januar auch so Teil der Aussage, dass quasi diese, ja, der göttliche Funken in dir, der quasi weit ist, und der mit diesen irdischen Gesetzmäßigkeiten, die wir als Menschen hier so halt erfahren, nicht wirklich viel am Hut hat, ja, weil das einfach eine andere Ebene ist, wo zum Beispiel Zeit auch eine ganz andere Bedeutung hat. Ja. Und im Januar lag da drin, dass eben unser göttlicher Funke, aber wir können das auch mal hier übernehmen, quasi unser Seelenfisch, dass der wirklich ein hundertprozentiges Einverständnis jetzt einnimmt zu diesem begrenzten Trichter, in dem wir als Menschen jetzt eben leben, weil da gibt es zum Beispiel Zeit. Da gibt es zum Beispiel ein Früh und ein Morgen. Ja, und das könnte ja aus Perspektive der Seele ziemlich unlogisch sein. Ja? Und wenn es Aspekte auf dieser Ebene gegeben hat, die quasi noch nicht ganz einverstanden waren mit diesen weltlichen Gegebenheiten, mit diesen weltlichen Gesetzmäßigkeiten, so habe ich es ausgedrückt, dass die jetzt quasi in dieses Einverständnis gehen oder gegangen sind. Ja, wie gesagt, unbewusste Prozesse, ist alles sehr, sehr energetisch und wahrscheinlich auch sehr oft an unserem Bewusstsein vorbei. Wir müssen auch nicht wissen, ob das für unseren göttlichen Funken jetzt, war das jetzt ein Thema, war das ein großes, war das ein kleines, du musst es nicht wissen. Vertraue deinem göttlichen Funken, dass er das schon macht. Dein göttlicher Funke, da ging es um Versöhnung. Dein göttlicher Funke kommt auch dir entgegen. Ja, und das ist nämlich, das ist ein sehr wichtiger Aspekt gewesen im Januar, dass du eben nicht deine göttliche Essenz auf die Erde holst, weil du hier unten so tolle Persönlichkeitsentwicklungsprozesse machst, sondern die andere Seite der Medaille ist, dass eben auch auf Ebenen, die du hier unten sowieso gar nicht unbedingt immer so greifen kannst mit deinem Bewusstsein, aber auch mit allem, was du vielleicht hier so an so Innenschau oder Innenarbeit machst, dass eben auch diese Ebene deines Seins, ich habe ihn jetzt den göttlichen Funken im Januar genannt, dass diese Ebene deines Seins jetzt genauso in der Zeitqualität bereit ist, sich wirklich zu wirklich zu verankern, wirklich zu erden, wirklich runterzukommen. Okay, ich trinke mal kurz was. Und es ging auch im Januar schon darum, dass du deinem göttlichen Funken vertraust. Vertraue deinem göttlichen Funken, dass er auch, ja, dass er dir entgegenkommt. Und du eigentlich nur aufmachen brauchst, zulassen brauchst, dass er sich wirklich in deinem Körpergefäß jetzt ganz, ganz verankert und auch heimisch fühlt. Ja? Denn darum ging es im letzten Monat mit der Zeit hier im Haus des Kindes. Ja, der göttliche Funke in uns akzeptiert nicht nur diese weltlichen Gesetzmäßigkeiten oder versteht sie und kann sie dadurch auch nutzen, sondern er beginnt dadurch auch, sich heimisch zu fühlen. Mit anderen Worten, ja, dieser Seelenfisch, der sich in diesen Trichter, quasi in diese Schlange hineingetrichtert hat, hineinverengt hat, ist jetzt nicht nur einverstanden damit oder wird einverstanden, kommt in dieses Einverständnis und was steckt in Einverständnis drin? Eins sein. Ja, oder auch das Wort Versöhnung. Versöhnung hatten wir im letzten Monat. Sondern es geht darum, dass deine Seele sich im Grunde auch in dir als Mensch heimisch fühlt. Und nach Hause kommen, heimisch sein, heimisch werden, ist eben nichts, was irgendwo anders stattfindet. Oder irgendwo anders sein kann, heimisch werden, Heimat finden,
hat hier nichts mehr mit der Seelenebene zu tun, nichts mehr mit der göttlichen Ebene zu tun. Ich habe jetzt gerade hier die Kinderkarte dafür genommen, aber wir könnten auch hier die Karte des Kreuzes nehmen, ja, im Haus des Schiffes. Wohin geht die Reise? Kreuz ist auf Kopf. Naja, also es hat auf jeden Fall schon mal nichts mit der göttlichen Ebene zu tun. Also die göttliche Ebene gehört überall dazu. Aber zu Hause, deine Heimat, ja, beziehungsweise das ist für mich diese Zeitqualität. Deine Heimat ist nicht oder ist jetzt nicht auf der Seelenebene, ist jetzt nicht auf dieser göttlich-sphärischen Ebene, sondern deine Heimat ist jetzt hier. Und jeglicher Aspekt in dir, der noch nicht in der Vergangenheit bereit war, sich wirklich ganz zu verkörpern, ganz auf dieses, in diesen Körper anzukommen, in diesem Leben, auf dieser Welt. Ja? Jeglicher Aspekt kommt jetzt selbst nach Hause, ja? Kommt zu dir zurück. Und bei diesen Aspekten kann es eben auch einfach nur um zum Beispiel Gedankenstrukturen gehen. Und jetzt schließt sich hier nämlich ein Kreis, weswegen ich vorhin zum Beispiel über so spirituelle Praktiken gesprochen habe oder Techniken oder Bücher lesen oder so. Nicht, weil das falsch ist, sondern es geht darum, dass alle Gewohnheiten jetzt wegfallen, die wir gebraucht haben, aus dem Grund, weil wir Heimat gesucht haben. Und ich merke, das ist wirklich, in mir fühle ich das total, diesen Unterschied, aber es ist für mich schwierig, das in Worte zu packen. Nehmen wir nochmal Beispiel, ich sage jetzt mal Beten. Beten als Beispiel, um sich mit dem Göttlichen zu verbinden. Dass das Kreuz auf Kopf liegt, heißt für mich nicht, dass wir nicht mehr beten sollen, wenn das unser Weg ist oder wenn es ein Weg ist, der für dich ganz authentisch, vielleicht sogar wichtig ist, sondern es geht darum, dass Illusionen sich im Grunde jetzt auflösen, die in der Vergangenheit Beten vielleicht auch unbewusst, benutzt haben, um Heimat zu finden. Zu dem Preis, dass man aber nicht ganz da war, nicht ganz einverstanden war mit sich selbst. Vielleicht auch nicht ganz im Vertrauen war mit sich und diesem Mensch, der du bist. Also es ist eine ganz feine Nuance. Alles, was dir gut tut, alles, was so aus deiner Tiefe faucht und wie du dich in der Welt ausdrücken willst. Ja, schau mal, wir haben hier den Kompass im Park. Und der Park ist für mich eine Karte, die für die Gesellschaft steht, aber auch Gemeinschaft oder manchmal auch so ein Stück weit für die Welt, ja. Und der Kompass heißt, du hast im Grunde so die Dinge auf dem Schirm, ja. Mit anderen Worten, du hast im Februar sehr klar auf dem Schirm, wenn es so Dinge in deinem Leben gibt, die du gebraucht hast in deiner Vergangenheit, um, ich sage es jetzt mal so, wie es mir kommt, um eigentlich ein Gefühl von Heimatlosigkeit zu kompensieren. Und der Kompass ist für mich eben auch die Kraft, die ganz genau sagt, die sich ausnordet, ja, Ich merke, ich will es nochmal anders ausdrücken. Im Februar nordet sich dein System aus und es fallen, also im Grunde ist es fast schon ein Automatismus. Du musst eigentlich eher zulassen. Ja? Der Mann ist hier auf Kopf. Es gibt wenig, was du dazu tun oder beitragen musst. Lass es einfach zu. Es ist bereits im Raum und wir haben ja auch im Januar schon gesehen gehabt, dass dein göttlicher Funke oder jetzt könnte ich auch sagen dein Seelenfisch, die sind ja jetzt auch bereit, sich wirklich nochmal tiefer und ganzer zu erden, ganzer hier anzukommen. Es ist ja schon im Prozess. Okay? Das heißt, der Kompass drückt für mich hier sowas aus wie
Ja, du hast deine Dinge einfach auf dem Schirm. Die Dinge, die du tust, du hast auf dem Schirm, warum du sie machst. Und du triffst Entscheidungen und sagst, das brauche ich jetzt nicht mehr. Zum Beispiel dieses Einnorden, wenn du den Impuls hast zu meditieren, dass du ganz genau weißt, okay, ich meditiere, um mich jetzt mit meiner Tiefe zu verbinden, vielleicht auch mit meiner Seele, aber nicht, weil ich, ne, ich habe das manchmal schon benutzt, dieses Wort, so in Anführungsstrichen, sich so wegmeditieren. Natürlich ist das nicht Sinn, also der eigentliche Sinn einer Meditation, aber etwas, was vielleicht oft passiert. Ja, man meditiert und will, also durch die Meditation kommt man in andere Sphären und in diesen anderen Sphären fühlt man sich wohl. Ja, da fühlt man sich vielleicht auch zu Hause und dann kommt man zurück in sein Leben und plötzlich ist es wieder weg. Ja, und das meine ich mit diesem Einnorden, beziehungsweise noch ein Beispiel vielleicht dazu, weil das ist für mich persönlicher. Ich habe das früher mit Seelenreisen, also mit schamanischen Seelenreisen so erlebt. Ja, ich bin in das Seelenland gereist. Und das war meine Heimat. Und jedes Mal, wenn ich zurückgekommen bin, ist für mich gefühlt wie eine Welt zusammengebrochen, weil ich war wieder auf dieser Welt. Ich war wieder hier. Und selbst wenn ich, also unabhängig davon, ob das Hiersein gerade für mich ein schöner oder ein anstrengender Teil war, aber ich bin immer lieber in meinem Seelenland gewesen. Immer. Immer. Und mein System hat dieses Einnorden damals für mich erzwungen, dadurch, dass ich für eine lange Zeit komplett den Kontakt zu meiner Seelenebene wirklich verloren habe. Ich bin quasi durch einen Schmerz gegangen, damit ich endlich verstehe, dass es für mich in meinem Leben darum geht, hier zu sein. Nicht da, nicht da. Auch nicht im Kopf oder sonst wo, ja? Sondern wirklich hier bei mir zu sein. Ich will nicht sagen, dass ich das jetzt wirklich gut kann, also dass ich da Meisterin bin, aber ja, also meine Seele hat mir quasi über diesen Schmerz, dass ich überhaupt keinen Zugang mehr hatte, ich hatte weder hier noch hier wirklich lange, lange Zeit, es war eine lange Zeit der dunklen Nacht der Seele. Und das hat es gebraucht, weil ich damals so, ich würde mal sagen, das Wort bedürftig, ich war so bedürftig, danach nach Hause zu kommen. Und hier hat es sich, das war mein Zuhause, egal was hier war, also egal was ich in meinem Seelenland erlebt und bewegt habe, aber das war mein Zuhause. Und diese Sprache dort habe ich auch verstanden. Ja, hier war ich quasi, also als Mensch, ja, war das so, dass ich manchmal die Gesetze dieser Welt, das war mir einfach wie so chinesisch. Ich habe gar nicht verstanden, warum bestimmte Dinge so waren, wie sie waren, weil wenn ich auf diese Ebene ging, war das ganz anders. Und das erschien mir einleuchtend und ich hatte, und es war halt auch so, dass ich ganz oft mit den Augen meiner Seele quasi ins Leben geschaut habe und dann nicht verstanden habe, warum ist das hier so anders, ne? Warum ist es in diesem, am Ende dieses Trichters so eng? Das habe ich nicht verstanden, ganz lange. ja, und warum erzähle ich das jetzt? Wie gesagt, es war nicht geplant, aber mir fällt das gerade auf und ein, dass mich das gerade an einen Prozess erinnert, durch den ich gegangen bin. Und dieser Prozess damals war ein schmerzhafter Prozess. Vielleicht erzähle ich das noch mal in einem anderen Video, wie ich, was da so passiert ist auf meiner inneren Ebene, dass ich diesen Kontakt verloren habe und wie ich das wahrgenommen habe und so. Also die Geschichte lasse ich mal weg, aber um es grob zu sagen, ich bin durch einen Schmerz gegangen. Es ist etwas weggefallen, damit ich endlich quasi aufwache, da wo ich bin. Und damit ich endlich anfange, nicht aus diesen Augen meines göttlichen Funkens, nicht aus den Augen meiner Seele, sondern aus den Augen der Schlange. Ja, aus den Augen von mir als Mensch, aber in Verbundenheit mit diesen höheren Ebenen, die ich auch bin und die auch in mir wohnen, in die Welt zu schauen. So, und ich erzähle das und ich merke, es ergibt gerade einen Sinn, weil für mich hier drin nicht dieser Schmerz liegt oder liegen muss.
Es muss nicht etwas wegbrechen, damit wir dahin kommen, sondern es scheint mir, als ob gerade Prozesse der Liebe, und mir kommt sogar auch das Wort Sanftheit, stattfinden. Und warum drehe ich das um? Ach so, doch. Ja, ich wollte das erklären. Der Liebe und der Sanftheit stattfinden, wo wir nicht aus einem Schmerz heraus beginnen, einverstanden zu sein, ne, mit uns als Menschen und quasi die Schlange in uns zu aktivieren, sondern es kann jetzt sanft geschehen. Weil, warum? Es ist Zeitqualität, es ist Potenzial der Zeit. Deswegen, man ist hier zum Beispiel auf Kopf, für mich so Sinn mit, du brauchst das gar nichts zu tun. Bei mir hat damals meine Seele getan. Und es war irgendwie schmerzhaft, weil ich bin wie in einen schwarzen Raum gefallen und es war nichts da. Es war nichts da. Ja, die Schlange war bei mir damals hier auf Kopf. Ich hatte quasi, klar war die Schlange da, ne? Ich versuche hier ein Bild zu zeichnen, aber sie war nicht richtig aktiv. Sie war nicht wirklich faurig. Sie war eingekringelt, eingerollert. Sie hat geschlafen. Ich hatte quasi in mir selbst kein Zuhause, in das ich reinplumpsen konnte in dem Moment, als ich den Kontakt zu meiner Seelenebene verloren habe und zur göttlichen Ebene. Es war einfach ein großes Nichts, ja, ein großes Nichts. Und jetzt, schaut mal, so lag die Karte da. Die Schlange in uns ist da, sie ist wach und sie ist präsent. Was heißt das? Diese Zeitqualität bedeutet, du fällst jetzt in dich selbst hinein. Okay? Oder wir fallen in uns selbst hinein. Ich muss nochmal was trinken. Und deswegen spüre ich, wenn ich diese beiden Karten jetzt hier oben sehe, ja, diese göttliche Ebene, wir können auch die hier nehmen, das ist auch sehr spannend, ne? Ich habe im Januar gesagt, Kind, für mich gerade Sinnbild für den göttlichen Funke, göttlicher Funke im Haus des Schlüssels. Auf Kopf, göttlicher Funke ist jetzt nicht der Schlüssel. Ja, auf der anderen Seite, die Schlange ist nichts anderes als ein göttlicher Funke. Die Schlange ist aber der Schlüssel. Ja, und es hat für mich von der Energie sowas Leichtes und Kraftvolles, dass das auf Kopf ist, weil es für mich eher so eine Art von Handlungshinweis ist. Das ist das, was passiert. Das ist das jetzt das, was passiert. Und diese Karte und diese oder diese sagen einfach nur etwas darüber aus, wie du diesen Prozess, ich markiere ihn mal mit einem Stein, um ein bisschen hervorzuheben, dass das für mich gerade ganz wichtig ist hier, diese Karte, dass dieser Prozess sich also wirklich so in ganzer Fülle stattfinden kann. Du kannst das unterstützen. Ja? Nicht unbedingt, indem du viel tust. Du brauchst nicht tun. Ja? Vertraue dir, es passiert. Ja? Und wenn du dir vertraust, überschreibst du damit auch ein Muster in dir, das vielleicht mehr, vielleicht auch weniger noch vorhanden sein könnte, das immer so eine Art von Suchgefühl hat oder immer das Gefühl hat, irgendetwas noch nicht ganz klar zu wissen, noch nicht ganz klar zu sehen, irgendwo noch nicht komplett zu sein. Ja, immer so, es fehlt immer noch was, ja? Vielleicht erkennst du dieses Muster, diese Frage, diese innere Unruhe in irgendeiner Art und Weise wieder. Vertrauen überschreibt dieses Muster. Wir sehen das Muster, wie ich finde, auch nochmal hier mit den Vögeln im Haus der Wolken. Ja, für mich liegt im Februar schon drin, dass ich auch diese Aspekte zeigen kann, ja, die zum Beispiel unsicher sind. Die Fragen stellen, schau mal, die Mäuse stehen ja auch für etwas Nagendes, nagende innere Fragen, nagende innere Stimmen. Was ist mein Weg, was ist meine Kraft, wie kann das gehen und so weiter und so fort. Ja, all das kann sein. Es kann sein, dass auch das Teil des Februars ist. Ja? Aber es gibt zwei Karten, die markiere ich jetzt auch mal. Zwei Karten, die im Grunde wie so ein Handlungs-
Impuls geben. Also wie kannst du damit umgehen? Das ist die Karte des Kompass und das ist die Karte der, der Lilien. Ja. Du bist nicht davon abhängig. Schau mal hier, wir haben den Bären aufrecht im Sinne von Souveränität. Im Haus des Bären ist die Wege auf Kopf. Wege auf Kopf, auch wieder viel Bedeutung. Ich deute es jetzt mal so im Sinne von, man weiß den Weg nicht. Oder man weiß irgendwo mal nicht Bescheid. Ja, man kann keine Entscheidung treffen. Und das kommt in die Souveränität hinein. Was bedeutet das für mich? Sich auch in den Momenten souverän fühlen, wo zum Beispiel auch mal so innere Stimmen, Gedanken, Gefühle da sind, die eher nagen. Buch auf Kopf im Haus des Ankers, wo man sich vielleicht nicht verankert fühlt, nicht sicher fühlt. Ja, du bist nicht souverän, weil du all das nicht mehr hast, sondern du erlebst dich im Februar, dass du mit allem, was du bist, als dieser Mensch, der du jetzt gerade bist, souverän bist. Die Schlange in dir, der Bär in dir, ist diese Souveränität, diese souveräne Kraft, die unabhängig davon ist, was dir so begegnet auf dieser Ebene, auf dieser Menschenebene, weil der Bär in dir, die Schlange in dir, weiß, wer sie ist und weiß, woher sie kommt. Und das weiß die Schlange einfach aus sich selbst heraus. Und die Schlange in dir, der Bär in dir, die Souveränität in dir, braucht keine spirituelle Praxis, in Bezug auf Seelenebene, in Bezug auf Gottebene, braucht auch keine Menschen unbedingt, um zu wissen, wer sie ist. Das weiß sie aus sich selbst heraus. Und nochmal, das ist Zeitqualität. Es für mich, mit anderen Worten, im Februar kommt in uns ganz individuell eine neue Schärfe, eine neue Klarheit darüber, wer wir sind. Und wir erleben uns zunehmend souveräner in diesem Leben, mit allem, was eben gerade zum Leben dazugehört. Ja? Und dieses souveräne Werden hat eben zum einen etwas damit zu tun, dass sich unsere Seelenessenz noch mehr gerade erdet. Warum? Das hatten wir im Januar, weil sie einverstanden ist, eins wird mit den Gesetzen und Gesetzmäßigkeiten dieser Welt, ja, einverstanden ist, jetzt in diesem menschlichen Rahmen zu sein. Und warum wird es auch einfacher, jetzt souveräner zu sein? Weil eine Art von Unabhängigkeit stärker wird. Die Unabhängigkeit davon, ob wir zum Beispiel etwas wissen, ob wir alles in der Klarheit haben, aber auch die Unabhängigkeit davon, dass wir uns auch immer souverän fühlen. Souverän sein und souverän fühlen sind zwei verschiedene Sachen. Zumindest lese ich das hier gerade so raus. Ja? Und oder auch gespiegelt zu bekommen, gesagt zu bekommen, dass du souverän bist. Oder wer du bist, was deine Kraft ist. Da kommt eine Unabhängigkeit rein. Und ich habe ja ganz am Anfang das Wort Freiheit auch schon genutzt. Ja, im Grunde kommt eine Art von Freiheit in uns. Aber es ist vor allen Dingen erstmal eine innere Freiheit. Und mit dieser inneren Freiheit verbunden ist auch dieses fauchendere Wissen, dass es richtig ist, dass du dich ganz nach deinem tiefsten Wesen in dieser Welt ausdrückst. Und jetzt kommen wir zu einer Karte, die ich ganz am Anfang schon erwähnt habe. Und ich bin froh, dass ich sie nicht vergessen habe. Das ist diese Karte. Ich möchte sie auch nochmal highlighten. Vielleicht mit der Muschel. Auch diese Karte hatten wir im Januar-Rückblick schon besprochen. Und da habe ich sie gedeutet in, ja, als Symbol für deine Seelenfamilie. Ja? Im Grunde liegt in der Energie der Zeit oder ist quasi
Die Zeitqualität hat etwas damit zu tun, für seine Seelenfamilie da zu sein. Störche liegen aufrecht im Haus des Mondes. Mond hat etwas damit zu tun, oder Haus des Mondes ist für mich ein Haus, das einfach sagt, was ist denn jetzt diese Mondzeit? Ja, also was ist Qualität dieser Mondzeit, dieses Monats oder dieses Zeitraums, für den wir jetzt schauen? Also in diesem Video Februar. Ja, Energie der Zeit hat etwas mit Seelenfamilie zu tun, mit deinem Nest und mit allem, also mit allen Wesen und allen Dingen und allen Strukturen, die zu deiner Seelenfamilie, die zu deinem Nest dazugehören. Mond selber liegt aufrecht im Haus des Kreuzes. Haus des Kreuzes ist auch so ein Haus, was ich noch erforsche. Also es gibt so Häuser, da bin ich noch nicht, also zum Beispiel das erste Haus, da weiß ich 100%, was es heißt. Haus des Kreuzes ist noch so, das schärft sich noch, da lerne ich noch mehr drüber. Aber ich nutze es meistens so in Hinsicht des Schicksalsweges, ja, so einfach so das große Netz des Lebens, ja, der Schicksalsweg. Und der Mond liegt hier aufrecht, ja. Für mich bedeutet das, dass in dieser Energie der Zeit es darum geht, dass man sich im Grunde auf seinen Schicksalsweg einbalanciert, einnordet. Einnorden. Und dieses Einnorden hatte, und darüber haben wir am Anfang gesprochen, hat auf der einen Seite etwas damit zu tun, dass wir Dinge nicht mehr tun, also wegfallen lassen, beziehungsweise vielleicht beobachten wir auch einfach, dass wir bestimmte Dinge, dass wir die nicht mehr oder weniger tun, also ein bestimmtes Verhalten nicht mehr haben, ein bestimmtes Muster, vielleicht auch ein bestimmtes Gedanken- oder Gefühlsmuster, als ob das wegfällt, weil wir uns einnorden. Ja, einnorden, indem man Dinge wegfallen lässt, die quasi nicht ganz wahr sind. Das geschieht im Februar. Aber Einnorden hat auch etwas damit zu tun, dass man etwas tut. Was tust du? Du nordest dich auf deinem Schicksalsweg ein, weil du jetzt für deine Seelenfamilie da bist. Und auch da nochmal Hinweis zum Rückblick Zeitqualität Januar 2021. Da haben wir über die Seelenfamilie gesprochen und auch ein paar Reflexionsfragen erarbeitet. Du nordest dich jetzt im Februar auf deinen Schicksalsweg ein, indem du im Grunde dein Wesen noch mehr einnimmst, noch mehr annimmst und dadurch natürlich auch noch mehr reinbringst. Nicht nur in diese Welt, sondern von dieser Welt, von dieser menschlichen Ebene ausstrahlend in alle Ebenen, in das große Ganze. Ja, und deine Urstimme, stell dir vor, deine Schlange, deine innere Mystik stößt einen Schrei aus, ja, einen ganz besonderen, individuellen, heilsamen Schrei. Das ist deine Medizin, oder Schrei ist vielleicht das falsche Wort, aber lass uns mal sagen, eine Schwingung. Ja, du rufst eine Schwingung in diese Welt aus, dadurch, dass du dich jetzt noch mehr einnimmst und annimmst. Okay? Und diese Schwingung hört deine Seelenfamilie auf allen Ebenen dieses Ozeans, in dem wir schwimmen. Okay? Und Seelenfamilie habe ich im Rückblick Januar, habe ich das so für mich interpretiert, dass es eben nicht nur um Menschen geht. Ja, also welcher Mensch gehört zu deiner Seelenfamilie? Ja, oder wenn man jetzt so aus Augen des Businesses guckt, was sind so deine Traumklienten? Ja, oder aus den Augen der Partnerschaft, was ist dein Seelenpartner oder deine Seelenpartnerin? Das ist viel zu klein gedacht, fast schon viel zu menschlich. Und hier geht es ja darum, dass dieser Ruf sich auch wirklich auf ganz viele Ebenen ausbreitet. Zu deiner Seelenfamilie gehört alles, womit du dich verbunden fühlst. Ja, hier kann es um Tiere gehen, vielleicht eine bestimmte Tierart. Hier kann es um geistige Wesen gehen. Hier kann es auch um Orte gehen. Hier kann es um... Also das Ding ist, dass Seelenfamilie eigentlich
Gegenstandswort ist, sondern es ist ein Schwingungswort. Zu deiner Seelenfamilie gehört alles, was zu deiner Schwingung dazugehört. Und Schwingung ist ein anderes Wort für deine Schlange. Deine Medizin ist eine Schwingung. Okay? Und zu deiner Seelenfamilie gehören alle Menschen, alle Tiere, alle Planeten, alle geistigen Wesen, alle, also, ja, alles, was irgendwie mit deiner Schwingung resoniert, das ist deine Seelenfamilie. Okay? Und für die wirst du jetzt im Februar aktiv. Und was das konkret bedeutet, auch hier können wir wieder sehen, das kann auch wieder im Unbewussten liegen. Vielleicht verstehst du, also vielleicht kannst du es beobachten, aber lass los, es beobachten, es wissen zu müssen. Du kannst dich, also mit anderen Worten kommt mir sowas wie, wenn du eine spirituelle Praxis hast zur Selbstreflexion, dann nutze sie gerne, um deinen Februar zu begleiten oder generell. Aber es ändert sich die Bedürftigkeit, dass durch deine spirituelle Praxis der Selbsterkenntnis auch eine Erkenntnis im Bewussten als Ergebnis herausspringt. Im Grunde könnte man sagen, selbst deine spirituelle Praxis wird jetzt frei. Ja, also zum Beispiel Selbsterkenntnis, Praxis ist für mich entweder Karten legen oder ich journal auch gerne mal. Und es geht darum, sich zu erlauben, das zum Beispiel zu tun und dann aber offen zu lassen, ob es einen jetzt gerade in so eine Klarheit bringt. Und Klarheit bringt Sicherheit. Oder zu sagen, okay, ich habe jetzt zwar mich in meiner Tiefe mit mir selber beschäftigt. Ich habe jetzt wertvolle Zeit mit mir und mit meinen Prozessen verbracht, aber ich verstehe vielleicht gerade nicht. Ne, ich bin jetzt zu keinem Ergebnis in Anführungsstrichen gekommen oder ich verstehe nicht, was meine inneren Bilder mir sagen wollen. Ja, und dieses Ergebnis genauso willkommen zu heißen, wie auch zum Beispiel Klarheit. Das ist für mich durch diese beiden Karten hier oben angedeutet. Und in diese Freiheit können wir nur reinkommen, wenn wir beginnen, uns zu vertrauen. Und wenn Klarheit kommt, dann ist Klarheit da. Und wenn nicht, vertrau dir trotzdem. Und nochmal, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, es liegt für mich nicht drin, dass wir uns nicht mehr mit der Seelenebene beschäftigen oder mit dem Göttlichen verbinden oder uns mit anderen Menschen verbinden, ja. Reden, Austausch, Reflexion, Unterstützung, auch wenn es hier alles auf Kopf ist, das heißt es für mich nicht. Ja? Sondern es geht nur darum, all diese Dinge freizulassen und Vertrauen zu haben. Ja, und dieses Vertrauen ist auch wieder ganz, ganz eng verknüpft mit dem Mond im Haus des Kreuzes, mit deinem Schicksalsweg. Und ich habe das im Januar-Rückblick auch schon so als Frage aufgeworfen und ich möchte gerne mit dieser Frage enden, weil ich glaube, dass es im Grunde das ist, was sehr, sehr spürbar sein wird für uns im Februar. Nämlich diese Frage, vertraue ich meinem göttlichen Funken? Vertraue ich meinem göttlichen Funken? Und wenn nein, wo vertraue ich vielleicht noch nicht und warum? Und kann ich mich dafür öffnen, dass ich vertrauen möchte? Ich weiß vielleicht noch nicht mal, wie das funktionieren könnte, dass ich mir selbst, also dass ich meinem göttlichen Funken vertraue, dass ich meinem Schicksalsweg vertraue. Aber ich spüre, es ist an der Zeit, jetzt mit diesem inneren Vertrauen einverstanden zu werden. Eins zu werden mit dem Vertrauen in mich. Auch wenn ich vielleicht noch nicht weiß, wie. Auch wenn ich es vielleicht auch noch nicht immer 100% verkörper, weil ich zum Beispiel noch Anteile in mir habe, die ja besorgt sind oder ja was auch immer. Auch über die Vögel hatte ich im Januar-Rückblick schon viel erzählt, deswegen will ich das jetzt nicht nochmal aufgreifen. Ja.
Aber auch hier wieder der Kompass mit dem Einnorden. Einnorden ist etwas, was du, ja, also wenn du etwas tun willst im Februar, dann ist es das Einnorden. Und Einnorden bedeutet eigentlich nur, dass du dich dafür entscheidest, welche Haltung du einnimmst. Und jetzt sind wir dann wieder bei dem Wort Haltung. Ich habe vorhin von Aufrichtung gesprochen. Entscheide dich dafür, eine Haltung einzunehmen, wo deine innere Schlange, deine innere Medizin, deine Mystik den Raum hat, sich ganz aufzurichten. Wo du stolz sein kannst, aber wieder stolz im wirklich weitesten Sinne. Einnorden bedeutet, du nimmst eine Haltung an, in der du dich aufrichten kannst. Und das kann keine andere Haltung als diese sein, die mit einem tiefen Vertrauen in dich und deine Prozesse und deinen Weg und deinen göttlichen Funken verbunden hat. Und ein Vertrauen, dass du mit deiner Medizin wichtig bist für deine Seelenfamilie, wer oder was auch immer deine Seelenfamilie ist. Alles, was zu deiner Schwingung dazugehört. Du bist wichtig. Und in diese Haltung, das ist quasi wie eine innere Brille, nordest du dich ein. Und dieses Einnorden bedeutet, dass bestimmte Dinge wegfallen müssen, weil die nicht mehr dazu passen. Zum Beispiel bestimmte Verhaltensweisen könnten wegfallen, Denkweisen, irgendwelche Muster. Ja, aber auch nochmal: Fokus liegt weniger darin, was mache ich noch falsch? Das ist nicht der Fokus. Der Fokus ist im Grunde ein kompletter Füllefokus. Ja? Und das Einnorden ist einfach nur, dass du lernst, stabiler zu bleiben, ja, mehr genordet zu bleiben, stabiler zu bleiben in deinem inneren Selbstgefühl, wer du wirklich bist. Und alles, was dem nicht entspricht, was quasi noch falsch läuft, ich mache falsch, aber in Anführungsstrichen, ja, das fällt doch automatisch weg. Du entziehst ihm Energie. Im Grunde steckt hier drin, keine Energie mehr in die Dinge zu geben, die von der Schwingung her nicht zur Aufrichtung deiner inneren Schlange passen. Sondern die Energie zu bündeln, zu norden, in alles, was dich bei deiner Aufrichtung unterstützt. Beziehungsweise was diese Aufrichtung schon einnimmt. Und nochmal, das ist vor allen Dingen erstmal ein innerer Prozess. Und dieser innere Prozess ist noch tiefer, vielleicht sogar auch noch unbewusster als die Ebene unserer Gefühle, unserer Gedanken, unserer Gewohnheiten. Ja, hier geht es wirklich um eine ganz, ganz feine Schwingungsebene. Dort findet das Einnorden statt. Und von dieser tiefsten Ebene in dir selbst verändert sich die Schwingung, die du hier als Mensch einnimmst. Und was verändert sich dadurch automatisch, ohne dass du etwas tun musst? Also auch hier wieder, das heißt nicht, dass wir nichts tun sollen, sondern es geht um, für mich geht es hier um so einen Kampf. Man kämpft die ganze Zeit gegen sich, gegen etwas in sich. Das ist im Grunde das Muster, aus dem wir hier erwachsen, aus dem wir uns heraus ausrichten. Okay? Und wenn es uns gelingt, uns wirklich in unserer tiefsten Tiefe einzunorden, aufzurichten, ist es doch klar, dass sich auch zum Beispiel verändert, welche Verhaltensweisen wir haben oder wie wir die Dinge, die wir im Leben tun, also mit was für einer Schwingung wir sie ausführen. Das ist doch vollkommen natürlich, dass wenn wir uns in uns als Menschen aufrichten, dass unsere spirituelle Praxis dann zum Beispiel eben keine Praxis mehr ist, die wir brauchen, um uns zu Hause zu fühlen. Denn wenn wir schon in uns zu Hause sind, dann können wir endlich eine spirituelle Praxis haben, die frei ist und wo wir einfach nur im Kontakt sind. Und Kontakt ist Verbindung, Kontakt zu unserer Seele, Kontakt zum göttlichen Funken, Beziehungen werden frei. Ja? Und es geht weniger darum, daran zu arbeiten, aus irgendwelchen Verstrickungen auf Beziehungsebene herauszukommen, sondern es geht darum, dass wir uns einnorden in uns selbst. Ja?
auf unseren tiefsten Ebenen und unsere Beziehungen werden dadurch automatisch mit freier. Und wenn es noch etwas zu tun gibt, um das Ganze zu unterstützen, auch das kann eben einen Norden bedeuten, dann kommt die Klarheit. Und dann wird der Impuls da sein. Das ist ja auch das Vertrauen. Vertraust du denn deiner inneren Medizin, dass sie dir zur rechten Zeit den rechten Impuls geben wird? Oder tust du eigentlich die ganze Zeit Energie aufbringen, um irgendwelche künstlichen Impulse umzusetzen? Ich versuche mal ein Beispiel zu machen. Wir waren jetzt gerade beim, wie gesagt, es sind immer nur so Beispiele, um es vielleicht nochmal zu erklären, aber ersetze das Beispiel gerne mit etwas, was für dich vielleicht relevanter ist gerade. Ja, Beispiel Beziehung. Wenn eine Beziehung frei werden darf, dann fangen wir an, uns zu vertrauen, wenn es gerade keinen Impuls gibt, irgendwas an dieser Beziehung, ja, Beziehungsarbeit zu machen. Beziehungsweise darauf zu warten, wenn wir wirklich einen ganz authentischen Impuls haben und den dann ausdrücken. Und dann tun wir auch etwas. Ja? Dann machen wir Beziehungsarbeit. Dann geht man zu einem Paarberater oder dann führt man ein Gespräch. Oder in meinem Fall würde ich wahrscheinlich dann so Karten legen. So. Partnerkartenlegung mit dem Partner zusammen und reflektiert darüber oder man führt ein bestimmtes Gespräch oder man, wisst ihr, was ich meine? Ja, es geht darum, wirklich etwas zu tun, wenn der Impuls da ist und nicht künstlich Impulse umzusetzen, die eigentlich gar nicht wirklich aus dir entspringen. Ja, könnte jetzt, ich mache hier mal so ein plakatives Beispiel, wieder so Beziehung, Partnerschaft, weil man in dem Buch gelesen hat, es ist gut, wenn man sich einmal die Woche hinsetzt und, keine Ahnung, jeder darf eine Viertelstunde reden, ohne dass der andere dazwischen redet. Und das steht da in diesem Buch. Und dann setzt man das um in der Partnerschaft, aber es ist eigentlich nicht, es gibt etwas in einem selbst, das steckt nicht ganz dahinter. Oder man macht es vielleicht ein halbes Jahr und nach einem halben Jahr merkt man, okay, meine innere Stimme sagt eigentlich, ich will das jetzt nicht mehr oder ich brauche das nicht mehr oder ich will das anders. Und dann wäre es so eine Manipulation, wenn man diese allwöchentlichen Paargespräche weiterführen würde. Einfach nur, um zum Beispiel eine spirituelle Praxis zu haben oder weil das so toll klingt oder weil das irgendjemand empfohlen hat oder weil es gewohnt ist. Ja? Das meine ich mit diesen manipulierten Impulsen. Ja, und das braucht Vertrauen. Das braucht Vertrauen, wirklich hinzuschauen, hinzufühlen, in sich selbst wahrzunehmen, wo ist denn gerade Energie da und wo ist denn gerade keine Energie da. Und wir haben im Haus der Sonne dieses Labyrinth auf Kopf. Labyrinth ist für mich eine Karte, die für Verwirrung zum Beispiel stehen kann, für Umwege. Und die Sonne ist eine Karte, die ich unter anderem für Energie, für Potenzial nutze oder sehe. Und im Grunde steckt für mich hier drin, Verwirrung hört auf, wenn wir einfach wahrnehmen, wo Energie da ist und wo nicht. Das ist ganz einfach. Ob dann der Verstand noch verwirrt darüber ist, das ist eine andere Sache. Aber seelische Verwirrung, ja, so eine Verwirrung in der Tiefe, eine Verwirrung auf der Ebene, wo es darum geht, ist denn deine innere Schlange aufgerichtet oder kringelt die sich wieder zusammen, ja? Dieses Zusammenkringeln, dieses in sich einfallen, ein Teil davon, oder ein Teil, des Hinweises ist, dieses Einfallen hört auf, wenn wir aufhören, Dinge zu tun, für die wir keine Energie haben. Und Energie hier ist wieder, da geht es wirklich um Impuls. Und Impuls ist nicht das gleiche wie impulsives Handeln. Auch wieder wichtig.
Und Energie hat auch nichts damit zu tun, dass man sich gerade voll fit fühlt oder so. Ja, ganz wichtig. Es geht hier, wie kann ich das anders beschreiben? Ich nehme jetzt einfach mal das andere Wort, den inneren Ruf. Wenn wir aufhören, Dinge zu tun, für die es uns gerade nicht wirklich authentisch ruft, wo kein Fauchen da ist, wo unsere Schlange, ja, unser Innerstes, unsere Kraft, unser Seelenwesen, das sich in uns als Mensch hineingegeben, hineinverkörpert hat, wo es nicht schwingt, wenn wir damit aufhören, kommt in uns auch eine Art von Klarheit rein. Verwirrung hört auf, wenn wir aufhören, Dinge zu tun, für die in uns keine Schwingung ist. Und auch hier wieder, ja, weil Lupe kann eben auch dafür stehen, man guckt sich etwas an. Es ist wichtiger, hinzufühlen, als hinzugucken. Also hinzudenken, hinzuanalysieren. Okay? Und dann kann man eben auch unterscheiden, ja, und tut sein inneres Fauchen zum Beispiel nicht darin ausrichten, wie fit und wie energievoll man sich gerade im Körper fühlt, zum Beispiel. Das kann ein Teil des Ausdrucks sein. Aber es kann auch sein, dass es eigentlich in dir ein Fauchen gibt, ja, so eine Schwingung, ein Impuls, etwas zu tun. Aber der Körper ist gerade, der hat relativ wenig Energie. Aber es geht eigentlich darum, sich jetzt zu aktivieren, um das jetzt umzusetzen. Und warum hat der Körper, ich habe diese Karte gerade noch gesehen gehabt, ich sage es erstmal, was ich meine, und guck mal, ob ich die Karte wiederfinde. Für mich ist hier so eine Aussage drin, manchmal hat also unser Körper ist eigentlich wie so ein Barometer. Aber hier steckt für mich so ein Hinweis drin, dass unser Körper manchmal niedrig schwingt von der Energie. Dass man meinen könnte, oh, ich habe eigentlich gerade keine Lust, oh, ich habe eigentlich gerade keine Kraft. Aber diese Energieverminderung ist etwas, was aus einer anderen Ebene kommt. Was nur zum Beispiel durch einen Teil in uns, der sagt, nee, nee, ich will das auch eigentlich gerade nicht tun. Oder ein Teil von uns, der eben sagt, nee, das, meine Gewohnheit ist aber, dass ich immer abends um 7 meine Serie gucke und deswegen habe ich jetzt keine Energie dafür. Ne? Und das ist aber, und da geht es wieder um Illusion, da geht es wieder um Verzerrung. Mensch, wo ist denn die Karte? Ich habe die doch eben gehabt. Also um es nochmal kurz zu sagen, ja, der Körper ist schon eine Art von Barometer, über den wir sehr gut spüren können, wo ist Energie da und wo nicht. Aber es gilt darum, wirklich auch in aller Tiefe hinzuschauen. Ja, hat mein Körper gerade wenig Energie, weil eigentlich in mir mein inneres Fauchen auch nicht da ist? Und müsste ich mich jetzt zurecht manipulieren, um jetzt irgendwas umzusetzen oder zu tun? Aber es ist eigentlich nicht wahr für mich, was wiederum zu einer Art von Verwirrung führen könnte, beziehungsweise wo hier so eine Einladung steckt, lass es einfach wegfallen. Passt wieder gut zum einen Norden. Oder eben auch wirklich ganz wach zu sein und wahrzunehmen, hey, ich habe hier gerade einen Impuls in mir, mein Körper ist aber gerade von der Energie relativ, ja, vielleicht niedrig schwingend, ja, aber es ist verzerrt. Wodurch könnte es verzerrt sein? Ja, zum Beispiel dadurch, dass man seinen Tag gefüllt hat mit Dingen, die nicht eingenordet waren, mit irgendwelchen Dingen, die nicht relevant waren. Man hat, keine Ahnung, was ist, es kommt wieder so Beispiele finden. Zu viel Social Media, zu viel Fernsehen, zu viel geredet, zu viel geschlafen, zu wenig geschlafen, zu viel gegessen, zu wenig gegessen. Ja, also all diese Dinge, die wir vielleicht so, mit denen wir unsere Tage gefüllt haben können, die aber einfach unsere Körperenergie niedrig gemacht haben und uns davon ablenken, das zu tun, was eigentlich gerade wirklich da ist. Also im Grunde geht es um eine Art von innerer Wachheit. Und der Körper ist wie ein Erkennungsmedium oder kann ein Erkennungsmedium sein. Aber diese Wachheit ist eben auch so wach, dass sie weiß, okay,
Aber nicht anhand meines Körpers alleine entscheide ich, also nicht anhand dessen, ob mein Körper mir jetzt gerade vermittelt, dafür habe ich jetzt Kraft oder nicht. Sondern diese innere Wahrheit schaut auch immer hin, okay, mein Körper hat vielleicht gerade wenig Kraft, sprich es kommt, ich habe wenig verkörperten Impuls, etwas Bestimmtes zu tun, etwas Bestimmtes zu sagen, etwas Bestimmtes, mich mit etwas Bestimmtem zu beschäftigen. Aber könnte es sein, dass ich gerade nur wenig Energie habe, nicht weil ich gar keinen Impuls habe, sondern einfach, weil ich meinen Körper ermüdet habe, weil ich meinen Körper verzerrt habe. Und nicht nur mein Körper, sondern diese Schwingung, die du bist. Also kurz gesagt, Februar, eine wundervolle Zeit, gehört wieder wunderbar hier zum Einmorden mit dazu, dass einfach Dinge wegfallen, wo du merkst, die verzerren dich, die ermüden dein System, deine Schwingung. Und auch hier, nichts und niemand kann dir sagen, was das ist. Du weißt es selber. Und auch wieder, es gilt für mich gefühlt weniger, dass du hier irgendwas tun musst oder darauf besonders achten musst, sondern diese Achtsamkeit kommst. Du bist sehr wach im Februar. Das ist im Grunde das, was ich hier ausdrücken will. Für mich ist die Zeitqualität, dass wir alle sehr, sehr wach werden oder sehr, sehr wach sind. Ja, und dass sehr, sehr viel Balancierung in uns stattfindet. Ja, also das Einnorden ist für mich auch wie, stell dir vor, du hast Wasser und man wirft dauernd Steine rein und es ist eine Unruhe. Ja. Hier Labyrinth auf Kopf im Haus der Energie, im Haus der Sonne. Es kommt für mich im Grunde Ruhe, ja, Ruhe in dein System. Und diese Ruhe in deinem System bringt dir natürlich auch nochmal eine andere Kraft, um dann eben auch dich auszudrücken in der Welt. Wofür? Für deine Seelenfamilie. Und auch hier wieder. Der andere Aspekt, diese Ruhe in deinem System kommt auch dadurch, weil Dinge wegfallen, die nicht eingenordet sind, die nicht wirklich für dich stimmig waren. So, ich habe die Karte nicht mehr gefunden oder immer noch nicht gefunden, die mich auf diesen Impuls gebracht hat, mit diesem wachen Hinschauen. Aber so als letzten Gedanken möchte ich das nochmal aufgreifen mit dem Körper, der Körper als Barometer. Wenn wir ein verkörpertes Wesen sind, ja, also wenn unsere Seelenenergie hier runtergekommen ist in unserem Körper, ist es doch auch ja, quasi logisch, dass wir wirklich beginnen zu würdigen und auch zu vertrauen, dass unser Körper eine lebendige Intelligenz ist und hat. Und verkörpert sein ist mehr als nur irgendein geistiger oder so seelischer, vielleicht auch emotionaler Zustand, ein neuer Raum, den wir innerlich einnehmen. Verkörpert sein heißt auch, dass die Bedeutung, die unser Körper hat, dass diese Bedeutung zentraler wird. Und dass wir wirklich immer fühliger werden darüber, wie unser Körper schwingt. Denk dran, die innere Schlange ist für mich Sinnbild für deine Seelenessenz. Und das ist eine Schwingung, ja, deine Seelenschwingung. Und deine Seelenschwingung drückt sich eben. Das heißt nicht, dass sie nur so innerlich irgendwie ankommt, ja, wie so ein Wasserkrug, den man mit Wasser voll aufschüttet und dann ist er halt voller Wasser. Sondern selbst das Tongefäß, dieser Krug, ja, selbst dieser Krug ist Schwingung. Dieser Krug, ja, Sinnbild für unseren Körper, ist etwas Veränderbares. Das steckt für mich hier auch drin. Nutze deinen Körper, nutze dein Körperlichsein, nutze deinen Körper, um herauszufinden, wie etwas in dir anschwingt. Nutze deinen Körper als Ausdrucksmittel,
Wir hatten im Januar auch den Gedanken des ganzer Werdens. Wo kannst du noch ganzer werden? Auch im Sinne von körperlicher Ausdruck. Wo kannst du mit deinem Körper noch präsenter sein in dieser Welt, um deinen Schicksalsweg einzunehmen und für deine Seelenfamilie da zu sein? Ja, körperliche Präsenz, aber auch körperliche Achtsamkeit. Ja, und ich bin schon sehr gespannt, mit euch dann im März das vielleicht auch noch mal ein bisschen zu reflektieren. Und bin mir sicher, dass es um solche ähnlichen Themen auch noch mal gehen wird, ne? Also so diese Frage, wo sind wir denn jetzt gerade körperlicher geworden? Vielleicht auch körperlich fühliger, ja? Und wo ist es uns denn gelungen, in der letzten Zeit unseren Körper auch wirklich ne, mehr zu vertrauen, wirklich ernst zu nehmen als Barometer? Ja, okay. Ich glaube, jetzt bin ich durch. Das ist auch mein tiefer alle. Und ich wollte jetzt gerne noch einen schönen Abschlusssatz sagen, aber ich weiß keinen. Ich glaube, das Motto für Februar ist: Du bist ein verkörpertes Wunder. Du bist ein verkörpertes Wunder. Du bist verkörperte Medizin. Darum geht's. Und diese Haltung, diese Perspektive, dieses tiefere Wissen, jetzt nicht nur zu hören oder vielleicht auch in Büchern zu lesen oder beim Gebet zu empfangen oder von anderen Menschen zu hören, sondern dieses Wissen wirklich aus dir selbst heraus fauchen zu lassen, einzunehmen und man kommt auch so loslassen, wie Hunde, die man so loslässt. Ja, lass deine Kraft los, lass sie auf die Welt los, mute dich zu. Darum geht es. Du bist ein verkörpertes Wunder, du bist eine verkörperte Medizin. Ja, und der Februar ist wie so ein Berg, der erwächst unter dir, ja, der wie so ein Thron, auf den du dich setzt. Ja, so könnte ich das beschreiben, wie so ein Thron, auf den du dich setzt und wo du es dir auch beginnst, bequem zu machen. Ja, es geht darum, dass du es dir an deinem Platz bequem machst und dass du auch wegfallen lässt, was du nicht bist. Ja, und das bedeutet für mich zum Beispiel, wenn man mal, ich mache mal wieder ein Beispiel, Berufsebene. Menschen, die etwas anbieten, was sie nicht verkörpern, bringen Verwirrung ins System. Nicht nur in ihr eigenes innerliches System, sondern sie senden auch Verwirrung aus. Warum? Weil sie etwas aussprechen, anschwingen in der Welt, was sie selber gar nicht verkörpern oder noch nicht verkörpern. Und das ist nicht schlimm, etwas nicht zu verkörpern, sondern es geht hier darum, dass wir ganz zu dem zurückkommen, was wir verkörpern. Was verkörperst du wirklich? Was kannst du wirklich? Was weißt du wirklich? Und das lässt dir offen, dass du auch noch anderes lernen kannst, dass du auch in Veränderung bist. Das steht ja gar nicht zur Debatte. Aber das ist dieses Einnorden. Du lässt weg, was nicht du bist. Vor allen Dingen in deinem Selbstausdruck. Ja, ich habe das jetzt gerade mal auf Beruf bezogen, ja, dass man beruflich alles wegfallen lässt, was man nicht ist, was man nicht verkörpert. Und was ist das Ergebnis davon, wenn man nur noch das ausdrückt, was man verkörpert, wo also Energie da ist? Verkörperte Energie, verkörpertes Wissen, verkörperte Schwingung da ist, die Verwirrung hört auf. Und nochmal, Verwirrung ist hier vor allen Dingen ein ganz latenter Begriff, ne, auf einer ganz feinen Ebene. Ja, und der Umkehrschluss davon, und das ist jetzt so mein Schluss, der Umkehrschluss davon ist, wirklich diese Aufforderung, die in der Zeitqualität drinsteckt, nimm dich jetzt voll an und nimm dich jetzt voll ein. Das ist die Energie im Februar. Mehr brauchst du nicht. Also der Rest passiert von alleine, denn alles ist Schwingung.
Und vielleicht steckt eben auch drin, dass die Antworten auf Fragen, die du jetzt noch hast, Fragen, Unsicherheiten, Dinge, die an dir nagen, diese Antworten, diese Lösungen, diese Geschehnisse, Veränderungen, Klarheiten, was auch immer es sein könnte, diese Antworten, du brauchst nicht danach suchen, dir fehlt keine Antwort, dir fehlt kein Wissen. Ja. Was du brauchst, ist, dass du dich ganz einnimmst und ganz annimmst, dass du ganz deine Schwingung verkörperst. Und was dich noch so beschäftigt in deinem Leben, ja, ist dieser Mensch, der du eben auch bist, mit diesen Gesetzmäßigkeiten, die dich eben auch jetzt noch oder die dich jetzt einfach tangieren als dieser Mensch in dieser Welt, ja. Die Antworten, die Bewegungen, die Lösungen darauf kommen automatisch zu dir, wenn du in deiner Schwingung bist. Okay. Dreh den Spieß um. Frag dich nicht, was fehlt dir noch? Das ist dieses Suchen. Das ist dieses Suchen. Was fehlt noch? Was weißt du noch nicht? Was siehst du nicht? Frag dich. Was bin ich? Frag dich, was schwingt in mir? Und davon mehr. Mehr Ausdruck. Mehr Vertrauen. Ja? Mehr. Mir kommt ja bei dem Kompass gerade auch Disziplin, aber es ist keine verkopfte Disziplin, sondern mehr innere Entscheidung, bei dir zu bleiben. Ja, so wie man bei dem Kompass, du kannst einmal drauf gucken, dann läufst du los und verlierst ihn wieder aus den Augen oder du holst ihn immer wieder hoch, immer wieder raus aus der Tasche, guckst drauf, gehe ich noch in die richtige Richtung? Und du entscheidest dich dafür, mehr deinen Kompass rauszuholen und immer wieder dich einzunorden. Und das meine ich mit Disziplin, ja? Was ist wieder? Es ist nichts aus dem Kopf. Es ist etwas, wofür du dich einfach entscheidest. Mehr auf deinem Weg bleiben, mehr deinen Weg einnehmen, annehmen, mehr deinen Weg auch ausdrücken in der Welt. Mehr Vertrauen in deinen Weg, mehr Vertrauen in deine Stimme und auch mehr Achtsamkeit. Ja? Mehr Achtsamkeit vor allen Dingen dir selbst gegenüber. Was von all diesen inneren, die Vögel nehme ich immer so ein bisschen für diese inneren Stimmen. Welche dieser inneren Stimmen sind denn, was ist denn die wirklich wahre Urstimme in dir? Und was sind quasi nur, was sind die Vögel in dir? Und was ist die Schlange in dir? Was ist das Gezwitscher in dir? Das Geplapper in dir? Auch wenn es schönes Gezwitscher ist, vielleicht ist es schreckliches Gezwitscher, aber was ist die Ebene der Vögel? Und was ist der Ruf der Schlange? Was ist das Fauchen in dir? Und dich einzunorden von dem Gezwitscher weg hin zum Fauchen. Ja, norde dich in dein Fauchen ein. Das passiert im Februar. So, jetzt bin ich durch. Ich habe zwar noch nicht alle Karten, aber ich glaube, ich habe den roten Faden gefunden. Und ja, ich wünsche euch allen einen ganz wundervollen Februar. Und in mir gibt es so ein bisschen aufgeregte Freude, weil wenn ich mir vorstelle, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo jeder Mensch faucht, und nochmal, das ist hier nicht dieses, es ist nicht negativ gemeint, sondern wo jeder Mensch einfach ganz aufgerichtet in seinem Tiefsten steht, beziehungsweise wo man spürt, dass wir Menschen alle ganz stark in diesen Prozessen sind, zu lernen, das einzunehmen. Hier geht es ja nicht um Perfektion, hier geht es darum, dass wir diesen Prozess erlauben, verkörperter zu sein. Ob wir das jemals als Menschen 100% schaffen können, unsere Seelenessenz ganz zu verkörpern, das vielleicht ja, vielleicht nein, aber für mich geht es hier nicht um Perfektion. Hier geht es darum, dass wir, und zwar jeder Mensch, ja, wir auch als Gesellschaft, uns hingeben an diesen Prozess und sagen, ja, wir sind auf dem Weg.
ich mache mich auf den Weg zu mir selbst, in mich selbst. Und da fühle ich so eine aufgeregte Freude, mir vorzustellen, wie es ist, in so einer Gesellschaft zu leben. Und und merke, und das ist das wirklich das Letzte, und merke, dass es ein schöner Gedanke ist und meine innere Schlange sofort faucht und sagt, das bringt dich weg. Also ich bringe mich gerade damit selber weg, weil ich mich damit in eine Zukunft, in eine Zeit innerlich hineinbegebe, die jetzt nicht ist. Und meine innere Schlange hat gerade gesagt, nee, du, deine innere Aufgeregtheit hat gerade mehr damit zu tun, dass du dich daran erinnerst, mit welchen Menschen, also in welcher Gemeinschaft, in welchen Verbindungen ich gerade das, was ich gerade gesagt habe, schon leben kann. Ja, und dann eigentlich fallen mir gerade Kontakte zu Menschen ein, die schon auf diesem Weg auch sind, in diese, ja, in ihre verkörperte Medizin hineinzusinken, die sich damit schon auseinandersetzen. Auch hier wieder, egal ob bewusst, unbewusst, aber die für sich da wirklich sehr angelehnt sind an diesen Prozess. Und wie schön es ist, mit diesen Menschen in Kontakt zu sein. Ja. Interessant. Ist für mich gerade so eine innere, ja, wie sage ich das, so eine innere Einordnung, passt eigentlich ganz gut, ja. Also meine eigene innere Schlange hat mich gerade eingenordet und gesagt, ja, es ist vielleicht schön, drüber nachzudenken, wie wir als Gesellschaft sein können, wenn, aber ist das hier und jetzt und ist das verkörpert? Schau doch mal, wo du hier und jetzt und bereits verkörpert diese Erfahrung schon machst. Und ich mache diese Erfahrung schon. Und das Interessante ist, wenn ich halt die Kommentare zum Beispiel durchlese oder ich bekomme manchmal auch Nachrichten und dann lese ich so von euch und dann denke ich, boah, das sind doch alles schon so verkörperte Erfahrungen von und mit Menschen, die schon so auf dem Weg sind. Und das ist so schön. Es fühlt sich so schön an. Und das wächst, ja, wächst, wächst, wächst. Und stell dir mal vor, dass da kommen immer mehr in dieses Boot, ja, in dieses Nest hinein. Immer mehr Menschen, die auf diesem Weg sind. Die diesen Weg erforschen, erkunden, die diesen Weg teilen, die ihren Platz im großen Schicksalsrad einnehmen. Ja, und mir scheint, dass der Februar wirklich wie so ein Katalysator ist. Also als ob jetzt gerade, ich weiß, es klingt vielleicht so ein bisschen plopsig, aber als ob viele Menschen aufwachen. Tuck, tuck, tuck. Ja, wie so eine Perlenkette, die sich so aufreißt, so tak, 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 dass ganz viele Menschen gerade so wirklich Prozess-Turbo-Antriebe so innerlich erfahren. So fühlt sich das an. Ich glaube, deswegen bin ich aufgeregt. So freudig aufgeregt. Ja, und ich ende das Video mal wieder damit, euch zu danken, dass es euch gibt, dass ihr mit mir getaucht seid, in diesen Ausblick. Ich werde, denke ich, auch von diesem Ganzen noch mal eine Kurzfassung aufnehmen. Ich habe mir irgendwie vorgenommen für dieses Jahr, dass ich die Monatsausblicke einmal ja so ausführlich, wie ich halt rede, und einmal auch noch mal als kurze Zusammenfassung zur Verfügung stellen möchte. Mal gucken. Ihr werdet sehen, wie kurz die Zusammenfassung am Ende wirklich wird. Am Ende geht die dann auch wieder eine Stunde. Es würde mich bei mir nicht wundern. Aber ich will das einfach mal ausprobieren, wie das so ist. Und wie das so ist, beide Längen zur Verfügung zu stellen. Und ich gucke einfach mal, wie sich das so anfühlt für mich. Genau. Also die Zusammenfassung kommt demnächst. Dann fühlt euch umarmt, lieb gehabt und vielen, vielen, vielen Dank einfach für euch. Und bis bald. Tschüss. Whoa.
Hey, yeah, hey.